aufstehen, aufeinander zugehen, voneinander lernen, miteinander umzugehen. Aufstehen, aufeinander zugehen und uns nicht entfernen, wenn wir etwas nicht verstehen. Viel zu lange rumgelegen, viel zu viel schon diskutiert. Es wird Zeit, sich zu bewegen, höchste Zeit, dass was passiert. Wir wollen aufstehen, aufeinander zugehen, voneinander lernen, miteinander umzugehen. Aufstehen, aufeinander zugehen und uns nicht entfernen, wenn wir etwas nicht verstehen. Jeder hat was einzubringen, diese Vielfalt wunderbar. Neue Lieder wollen wir singen, neue Texte laut und klar. Wir wollen aufstehen, aufeinander zugehen, voneinander lernen, miteinander umzugehen. Aufstehen, aufeinander zugehen und uns nicht entfernen, wenn wir etwas nicht verstehen. Diese Welt ist uns gegeben, wir sind alle Gäste hier. Wenn wir nicht zusammenleben, kann die Menschheit nur verlieren. Wir wollen aufstehen, aufeinander zugehen, voneinander lernen, miteinander einander zugehen und uns nicht entfernen, wenn wir etwas nicht verstehen. Dass aus Fremden Nachbarn werden, das geschieht nicht von allein. Dass aus Nachbarn Freunde werden, dafür setzen wir uns ein. Wir wollen aufstehen, aufeinander zugehen, voneinander lernen, miteinander umzugehen. Aufstehen, aufeinander zugehen und uns nicht entfernen, wenn wir etwas nicht verstehen. Liebe Marburgerinnen und Marburger, liebe Europafreundinnen und Freunde, die Aktiven der Pulse of Europe-Bewegung führen mit Unterstützung der Stadt Marburg und dem Landkreis Marburg-Biedenkopf diese Online-Kundgebung durch, trotz Corona-Pandemie. Zu Anfang möchte ich die Auflagen mitteilen, dazu sind wir verpflichtet, auch wenn es in Zukunft weitere Lockerungen gibt. Jetzt gilt noch, dass ein 1,50 Meter Abstand gehalten werden muss und
dass Masken getragen werden, außer am Mikrofon. Gestern gedachten wir der Befreiung durch den Hitlerfaschismus mit seinen unendlichen Schrecken und Gräueln. Und heute wenden wir den Blick nach vorne. Der heutige Europatag in einem demokratischen Staat ist nämlich eine Lehre aus den Weltkriegen des vergangenen Jahrhunderts. Am Europatag gedenken wir der wegweisenden Rede vom 9.5., also heute an diesem Tag 1951, des französischen Außenministers Robert Schuman. Er führte nach den Schrecken und Gräueln des Zweiten Weltkrieges aus: Der Beitrag, den ein organisiertes und lebendiges Europa für die Zivilisation leisten kann, ist unerlässlich für die Aufrechterhaltung friedlicher Beziehungen. Und weiter: Europa lässt sich nicht mit einem Schlag herstellen. Es wird durch konkrete Tatsachen entstehen, die zunächst eine Solidarität der Tat schaffen. Zitat Ende. Und genau da sind wir heute wieder. Es bedarf der Solidarität in Europa und über alle Grenzen hinweg in der gemeinsamen Bewältigung der Corona-Pandemie. Dazu zählt auch der Blick aus Europa hinaus, nach Afrika, so wie es Schuman schon vor 70 Jahren anmahnte. Europa, wieder Zitat, Europa wird dann mit vermehrten Mitteln die Entwicklung einer seiner wesentlichen Aufgaben verfolgen können, die Entwicklung des afrikanischen Erdteils. Pulse of Europe hat in Marburg vor 3 Jahren erstmals seine Kundgebung an dieser Stelle veranstaltet und dann in den folgenden Jahren zigmal, immer mit dem konkreten, konstruktiven Ziel, die Einheit Europas bewahren und stärken, Veränderung angehen und positive Signale setzen. Die aktuelle Corona-Situation veranlassen uns, die von unserer Bewegung durchgeführten Kundgebungen diesmal in anderer Form zu organisieren. Mit begrenzter Personenzahl durchgeführte Kundgebung wird live vom Marktplatz ausgestrahlt. Im Folgenden werden Redebeiträge vom Oberbürgermeister unserer Stadt, Dr. Thomas Spieß, der Landrätin des Landkreises Marburg-Biedenkopf, Kirsten Fründ, und dem Regierungspräsidenten in Gießen, Dr. Christoph Ulrich, gehalten. Ja, lieber Herr Leckreckling, meine sehr verehrten Damen und Herren, es mag ein historischer Zufall sein, aber es ist jedenfalls genau der richtige Zusammenhang, dass auf den 8. Mai, den Tag der Befreiung, der 9. Mai, der Tag der Zukunft, kommt, denn Europa ist unser aller Zukunft. Und das gilt gerade und vielleicht ganz besonders in einer so weltoffenen, freundlichen Stadt wie Marburg, mitten im Herzen Europas. Wenn jemand gute Nachbarschaft in alle Richtungen braucht, dann sind wir das ganz besonders. Und trotzdem gibt es viele, die für alles, was einem nicht gefällt, oder man hat jedenfalls oft den Eindruck, für alles, was einem nicht gefällt, Europa, die EU oder wen auch immer verantwortlich machen. Und zwei Beispiele, die uns gerade in Marburg besonders bewegen, das ist der Umgang mit Geflüchteten, mit der Rettung im Mittelmeer und den europäischen Außengrenzen, oder, wovon schon immer in der EU geklagt wird, die vermeintlich ausufernde Bürokratie über alle politischen Lager hinweg. Und gerade von rechts außen hat sich in den letzten Jahren ja ein kruder Nationalismus mit Kritik an der EU kombiniert. Aber was ist die Wahrheit? Die EU ist ein einzigartiges Friedensprojekt. Als mein Vater Kind war, da war Frankreich der Erbfeind über den Rhein. Wer würde heute noch in solchen Kategorien denken? Wir haben es geschafft, in
einem Teil der Welt, der sich Jahrhunderte, Jahrtausende an allen möglichen Enden und Ecken bekriegt hat, der zweimal im letzten Jahrhundert die Welt in Schutt und Asche gelegt hat. Wir haben es geschafft, hier eine Gemeinsamkeit zu schaffen, in der wir nun seit 75 Jahren Frieden haben. Und allein das macht die EU zu einem der wertvollsten Projekte, die es gibt. 500 Millionen Menschen bewegen sich frei innerhalb Europa, im Moment gerade nicht, aber da kommen wir auch schnell wieder hin zurück. Ja, was an Europas Grenzen passiert, ist eine Schande. Und wer dafür verantwortlich ist, sollte sich schämen, wie wir mit Menschen, die über das Mittelmeer fliehen, umgehen oder was in Lagern in Griechenland passiert. Wir sind in Marburg klar sortiert. Wir wollen, dass wir vor Ort so helfen können, wie wir gerne möchten und dass man uns das ermöglicht, indem Menschen kommen können. Dazu brauchen wir offene nationale Grenzen, dazu brauchen wir ein Landesaufnahmeprogramm, dazu muss man uns lassen. Aber das liegt nicht am EU-Parlament oder an der Kommission, die sind da gut sortiert, sondern es liegt an einzelnen Nationalstaaten, weil man sich leider immer noch mit allen einigen muss. Und wenn gerade Länder mit extrem rechtslastigen Regierungen wie Ungarn und Polen sich jeder Gemeinsamkeit verweigern, dann muss man sagen, da hat jemand Europa nicht verstanden. Wer von Solidarität, wer von Gemeinschaft, wer von Hilfen für ein gutes Zusammensein profitiert, der muss auch die europäischen Werte von Demokratie und Rechtsstaat, von Solidarität und Humanität mittragen, mit umsetzen. Das eine gibt es nicht ohne das andere. Wir alle müssen mehr Europa leben. Wir alle sind gefordert, unser Europa umzusetzen, heute und jeden Tag für mehr Demokratie und für mehr Rechtsstaatlichkeit in Europa, auch da, wo sie noch Ausbau braucht, für mehr Solidarität und Humanität. Und dafür ist der Europatag, der Zukunftstag für Europa, genau der richtige. Lassen Sie mich deshalb zum Schluss ganz herzlich der Initiative von Pulse of Europe danken und dafür, dass wir dieses Jahr unter diesen schwierigen Bedingungen eine solche wunderbare Lösung gefunden haben. Vielen herzlichen Dank für dieses Engagement und ich freue mich darauf, wenn wir uns nächstes Jahr wieder alle auf dem Marktplatz versammeln und von Angesicht zu Angesicht sehen können. Uns allen ein gutes Europa. Ja, liebe Bürgerinnen und Bürger des Landkreises, liebe Mitglieder des Pulse of Europe, Herr Reckling, Herr Oberbürgermeister, das ist wahrlich ein besonderer Europatag, ein historischer Europatag in diesem Jahr. Gestern 75 Jahre Kriegsende, Tag der Befreiung, heute 70 Jahre Schumann-Plan, Europatag. Und wir haben das Ganze im Leben des Corona-Zeitalters. Auch von meiner Seite aus vielen herzlichen Dank, dass Pulse of Europe sich nicht davon hat abhalten lassen, trotz allem diesen Europatag zu begehen. Wir erleben das ja alle, dass wir ständig flexibel sein müssen, um neu uns zu sortieren und auf die neue Situation einzustellen. Dass das auch hier klappt, das freut mich ganz besonders. Ja, Europa hatte schon leichtere Zeiten. Das hätte man und haben wir auch schon gedacht vor Corona-Zeiten. Aber tatsächlich haben wir auch in Corona-Zeiten gemerkt, dass Nationalstaaterei in Europa auch in Zeichen der Krise sehr präsent ist. Und da brauchen wir nicht nur an unsere Außengrenzen zu schauen, sondern das merken vor allen Dingen auch diejenigen, die grenznah wohnen, zum Beispiel im Grenzbereich zwischen Deutschland und Frankreich, was diese Corona-Krise auch mit ihrem täglichen Alltag macht und welche Einschränkungen dort hinzunehmen sind. Europa steht vor einer sehr starken Bewährungsprobe. Und ich glaube, dass das Zeichen der Solidarität und das Zeichen, das, was Robert Schuman gesagt hat, Herr Reckling hat es ja schon gesagt, Solidarität der Tat, dass das heute wichtiger ist denn je und dass wir alle gemeinsam diese Solidarität
auch in herausfordernden Zeiten, auch in Krisenzeiten leben müssen. Und insofern ist es jedem nur zu danken, der sich tatsächlich auch gemeinschaftlich darum bekümmert, dass wir nicht nur hier in Marburg, im Landkreis, in Deutschland, sondern auch in Europa es schaffen, dass wir diese herausfordernden Zeiten gemeinsam miteinander durchstehen und gemeinsam auch miteinander überstehen. Ich bin da sehr zuversichtlich, denn das, was wir auch an Solidarität gerade in den letzten harten Wochen gesehen haben und erlebt haben, spricht dafür, dass wir Menschen hier tatsächlich gut zusammenstehen und dass wir uns in der Solidarität der Tat auch auf ein gemeinsames Europa an der Stelle weiterhin hinarbeiten müssen, aber auch sehr gerne in diesem gemeinsamen, in diesem verbindenden Europa leben. Und insofern auch von meiner Seite aus im Namen der Kreisgremien einen guten Europatag und alles, alles Gute, vor allen Dingen Gesundheit für uns alle. Danke. Hallo, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freunde von Pulse of Europe, liebe mittelhessischen Bürgerinnen und Bürger. Wir sind hier im EDIC, im Europa-Informationszentrum des Regierungspräsidiums in Gießen. Als Gießener Regierungspräsident freue ich mich, dass wir ein solches Informationszentrum bei uns in unserem Hauptgebäude in Gießen am Landgraf Philippplatz haben. Ich selbst stehe für Europa. Ich finde Europa richtig gut, aus verschiedenen Gründen. Europa ist für uns ein Garant für Frieden und Sicherheit, hier auch bei uns in Deutschland. Dies sind Werte, die leider zu selbstverständlich geworden sind. Immer wieder muss daran erinnert werden, denn auch gerade die jüngere Generation kennen keine andere Situationen mehr. Deshalb, ich möchte Helmut Kohl an dieser Stelle zitieren: Wer die Vergangenheit nicht kennt, kann die Gegenwart nicht verstehen und die Zukunft nicht gestalten. Deshalb, Hessen und Deutschland sind fest verwurzelt in Europa. Unsere Zukunft heißt Europa. Wir haben auch konkrete Auswirkungen hier bei uns in der Gegend, in Mittelhessen. Meiner Meinung nach müssen diese konkreten Auswirkungen noch mehr dargestellt werden. Ob es um den Umbau einer Güterhalle eines Bahnhofes zu einer Eventlocation geht, um Freizeiteinrichtungen, Naturschutzprojekte oder auch die Förderung von Betrieben in bestimmten Konstellationen. Überall dort ist Europa drin und wirkt sich ganz konkret auch hier bei uns in Mittelhessen aus. Wir als Europa-Informationszentrum hier beim Regierungspräsidium helfen gerne mit, diese europäische Idee zu verbreiten. Denn nur wenn auch die normalen Bürger, wenn die Masse der Bürger versteht, welche Wirkung das ganze Thema für uns hat und wie wichtig das Ganze für uns ist, nur dann kann Europa weiterleben und kann der europäische Gedanke weitergetragen werden. Deshalb wichtig für Sicherheit und Freiheit in Mitteleuropa, aber auch für unseren wirtschaftlichen Wohlstand ist die europäische Einigung, ist der europäische Gedanke, und deshalb Dank an Pulse of Europe, dass Sie diesen Gedanken hier entsprechend pflegen und weiter betreiben. Viel Erfolg für die Zukunft. Liebe Europafreundinnen und Freunde, nach diesen Grußworten des Oberbürgermeisters, der Landrätin und des Regierungspräsidenten kommen jetzt die Aktiven von Pulse of Europe zu Wort und werden komprimiert ihre Forderungen hier präsentieren. Solidarität kennt keine Grenzen. Wir erinnern daran, dass es in der Corona-Zeit zwar nach einigen Anfangsschwierigkeiten Zeichen zwischenmenschlicher Solidarität über nationale Grenzen hinweg gegeben hat. Schwerkranke Menschen aus anderen europäischen Ländern wurden und werden hier behandelt. Das Coronavirus führt uns deutlich vor Augen, dass es nicht um die Parole gehen kann: Rette sich, wer kann. Die Antwort auf dringende aktuelle Fragen kann nicht die Abschottung sein, darf nicht mit Grenzschließungen einhergehen. Diese Maßnahmen rütteln an den friedlichen Grundfesten der EU. Warum darf beispielsweise ein Schwabe nach Ostholstein reisen, eine französische Familie nicht in der Uckermark Urlaub machen? Solidarität, oder nennen wir es Nächstenliebe oder Mitmenschlichkeit,
muss das Handeln bestimmen, nicht der Nationalismus. Zeichen der Solidarität stiften Hoffnung für Europa und wir wollen dazu beitragen, dass sie zahlreich und kraftvoll werden. Wir führen im Augenblick hierzulande eine Diskussion, einen Streit darüber, dass epidemiebedingt Grundrechte eingeschränkt werden. Diese Diskussion, der Streit, ist wichtig und richtig. Das ist lebendige Demokratie. Wir wünschen, wir erwarten, wir hoffen, dass auch in anderen Ländern, vor allem in Osteuropa, überall in Europa, eine Diskussion oder die Stimmen lauter werden, die die Einschränkung, die die Einhaltung der Grundrechte vehement einfordern. Ja, ein besonderes Anliegen von uns ist, dass den Flüchtlingen in Griechenland geholfen wird. Denn Menschenrechte und Grundsätze tätiger Solidarität dürfen nicht an den Grenzen Europas enden. Für die Bewältigung der Corona-Krise wurden gewaltige Summen mobilisiert. Mit viel geringeren Anstrengungen könnten die Staaten Europas die Situation der Flüchtlinge auf den griechischen Inseln entscheidend verbessern. Dazu fordern wir an diesem heutigen Europatag entschieden und mit besonderem Nachdruck auf. Als Zeichen der Solidarität hat die Stadt Marburg ihren Willen erklärt, 200 Flüchtlingen aus den Lagern in Griechenland aufzunehmen und eingliedern zu wollen. Als Bürger von Marburg wollen wir das heute noch einmal bekräftigen. Wir wollen nicht, dass Europa sich aufspalten lässt in arme und reiche Länder. Der Wiederaufbau nach der Krise fordert von allen Staaten in Europa gewaltige Anstrengungen. Wir setzen uns dafür ein, dass die Staaten in der EU die erforderlichen Lasten gemeinsam tragen. Hier kommt nun ein Solidaritätsgruß nach Italien, das sehr gebeutelt ist, besonders von dieser Corona-Krise. Man weiß von den Italienern, man hat es auch gehört, dass sie von den Balkonen ein bestimmtes Lied singen, den Gefangenenchor aus Nabucco. Und da werde ich jetzt einen kleinen Ausschnitt singen. Va pensiero sulla lidorate, va ti posa sui clivi, sui colli. O violezza notipi e molli, laure dolci del suolo natal, del Giordano re rivi saluta, di Sione tortoria terrate. O mia patria si bella e duta, o membranza si cara e fatal. Ja, vielen Dank an die Aktiven von Pulse of Europe, die unermüdlich hier auf die Straße gehen und für Europa eintreten und auch kritisch zu Europa sich äußern. Und vielen Dank auch für den freundlichen Gesang
und die Solidarität nach Italien, die uns besonders ja auch verbindet. Wir wollen jetzt zu dem Landkreis überwechseln und Ihnen, den Zuhörern, Zuschauern, zwei Projekte vorstellen, die hier in Marburg, Stadt und im Landkreis bedeutsam sind und die durch die EU gefördert werden. Als erstes werden wir einen Beitrag hören von Arbeit und Bildung Marburg. Hallo und guten Tag von der Hessischen Mobilitätsberatung. Mein Name ist Uwe Zacharias. In Zeiten von Corona ist unsere Aufmerksamkeit häufig sehr eingeschränkt. Die neuesten Infektionszahlen, die Gesundheit unserer Familien, Freundinnen und Freunde, Social Distancing und die damit verbundenen Entbehrungen beschäftigen uns sehr. Wie geht es mit meiner Ausbildung oder Arbeitsstelle weiter? Werde ich mich selbst anstecken? Wie schlimm wird es dann? Wie lange dauert der Spuk noch an? Solche und andere Fragen stellen wir uns täglich. Manchmal haben wir den Eindruck, in ganz Deutschland gibt es nur noch das Thema Corona und Covid-19. Auch unsere Nachbarländer nehmen wir so wahr. Wie hoch sind die Infektionszahlen? Wie viele Menschen sind dort gestorben? Wie sehen die Einschränkungen dort aus? Dabei ist das Leben bei uns und anderswo viel mehr als nur Covid-19. Europa ist bunt. Die Mobilitätsberaterinnen der hessischen Wirtschaft sind seit nunmehr 10 Jahren unermüdlich im Einsatz, um Auszubildende und junge Fachkräfte und Betriebe über die Möglichkeit von Auslandspraktika während der Berufsausbildung zu informieren. Finanziert wird die Beratung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds. Sich selbst ein Bild über die Arbeitsweise in anderen Ländern machen, Erfahrung in einem interkulturellen Arbeitsteam sammeln, etwas über kulturelle Besonderheiten, aber auch Gemeinsamkeiten lernen und natürlich die Sprachkenntnisse verbessern. All dies sind gute Gründe, ein Auslandspraktikum zu machen. Auszubildende und junge Fachkräfte erhalten finanzielle Unterstützung für ihre Auslandspraktika aus dem europäischen Programm Erasmus+. Auch wenn Auslandspraktika im Moment aufgrund von Reisebeschränkungen und aus Sorge um die Gesundheit nicht stattfinden, sind wir guter Dinge, dass dies schon bald wieder möglich sein wird. Es ist sicher leichter, die Krisenzeit zu ertragen, wenn man sich mit konkreten Plänen für die Zeit danach beschäftigt. Mach dir selbst ein Bild von Europa. Die Mobilitätsberaterinnen informieren trotz Krise am Telefon und per E-Mail über Wege zu einem Auslandspraktikum in einem europäischen Land. Weitere Informationen gibt es unter www.arbeiten-und-lernen-in-europa.de. That's it. Hallo, mein Name ist Jutta Alberti. Ich bin Pädagogin bei Arbeit und Bildung e.V. Heute möchte ich euch Europe for You vorstellen. Hier geht es um ein 2-monatiges Auslandspraktikum in Spanien oder Irland. Europe for You richtet sich an junge Leute zwischen 18 und 35 Jahren, die arbeitssuchend sind oder in einer Situation, wo sie nicht wissen, wie es beruflich weitergehen soll. Nach einer Kündigung, einem Abbruch der Ausbildung oder der Schule oder nach dem Schulabschluss. Der Lehrgang dauert 6 Monate mit 2 Monaten Vorbereitung, 2 Monaten Auslandspraktikum und einer Nachbereitungszeit. In der Vorbereitung gibt es einen Sprachkurs und andere Trainings. Im Ausland macht ihr ein Praktikum im Bereich eurer Wahl und entsprechend eurer Sprachkenntnisse. In der Nachbereitung unterstützen wir euch dabei, eine Ausbildung oder einen Job zu finden oder was sonst euer berufliches Ziel ist. Der Lehrgang wird gefördert durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und dem Europäischen Sozialfonds. Interessiert? Dann meldet euch bei uns. Weitere Informationen und Kontaktdaten auf der Homepage www.europeforyou.de. Die Mobilitätsberatung der hessischen Wirtschaft ist ein Projekt von Arbeit und Bildung e.V. in Marburg. Es wird gefördert aus Mitteln des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen und der Europäischen Union durch den Europäischen Sozialfonds. Das Projekt LIDA wird von Alexandra Klusmann vorgestellt. Bitte schön. Hallo, guten Tag. Mein Name ist Alexandra Klusmann. Ich bin LIDA-Managerin der LIDA-Region Marburger Land. LIDA ist eine Abkürzung aus dem Französischen und bedeutet frei übersetzt Verbindung und Aktion in der ländlichen Wirtschaft. Zeigt doch, dass LIDA bzw. Europa finanziert durch Europa und auch durch das Land Hessen tatsächlich halt auch hier vor Ort wirkt.
Wir haben einige Beispiele mitgebracht. Herr Dr. Ulrich hat ja schon erzählt, der Güterbahnhof 1849 in Frohnhausen dort zu sehen, ist mit Liedermitteln zum Beispiel renoviert worden. Das ist die Innenansicht. Das ist wirklich eine wunderbare Event-Location, die man mieten kann. Jetzt natürlich nicht, aber dann irgendwann hoffentlich bald wieder. Und der Herr Stiller, Ulf Stiller, der Besitzer, der hat sich wirklich unheimlich viel Mühe gegeben und auch detailgetreu und auch sehr also denkmalgeschützt das Gebäude auch zu renovieren. Ein weiteres Projekt ist zum Beispiel der Amanerhof, Amanerhof in der Möhneburg. Das sind Ferienwohnungen, die Dr. Astrid Wetzel renoviert hat, beziehungsweise den Hof gekauft und dort Ferienwohnungen eingerichtet hat. Das ist auch mit Liedermitteln finanziert worden, mit 25.000 Euro. Das ist zum Beispiel die Bekassine, der Raum Bekassine. Das ist unheimlich liebevoll renoviert und auch sehr detailgetreu. Und vor allen Dingen auch, das finde ich wirklich sehr schön, nicht einfach so ins Kaufhaus oder ins Möbelhaus gegangen, sondern unheimlich vielfältig überall auf Trödelmärkten so die Möbel auch zusammengesucht und wirklich sehr schön geworden. Ein weiteres Projekt und nicht nur Gebäude oder wir finanzieren mit Lieder auch zum Beispiel auch Wanderwege, Radwanderwege. Hier unten ist zum Beispiel also das große A steht für die Amanerburg-Tour. Und da unten, da wo der Pfeil ist, das ist der Stock und Stein. Das ist auch ein Wanderweg, den wir gefördert haben. Ja, das ist die Eselwanderung, die wir jedes Jahr durchführen. Das hat natürlich nicht Lieder gefördert, sondern das von der Region Marburger Land. Das ist immer sehr erfolgreich und da sind immer so 30 Teilnehmende. Und da gehen wir in der Regel auch immer rund um Möhneburg. Ja, ein weiteres Projekt ist zum Beispiel der Rossbacher Erlebnisweg. Und, war ganz wichtig, das ist das vielleicht noch dazu, der Landkreis Marburg-Biedenkopf. Da gibt es nämlich drei Liederregionen. Die Region Marburger Land ist eine davon. Da sind die Kommunen Neustadt, Stadt Allendorf, Marburg mit den Außenstadtteilen, Amöneburg, Ebsdorfer Grund, Frohnhausen, Weimar und Lohra dabei. Und wir haben im vorletzten Jahr eine Broschüre zusammen mit dem Landkreis herausgegeben. Ich weiß gar nicht, wo muss ich das denn jetzt reinzeigen. Da geht es darum, dass aufgeführt sind alle Anbieter, alle Landwirte, die regionale Produkte anbieten. Und die Broschüre, die ich hier in der Hand habe, die liegt zum Beispiel auch da vorne auf dem Tisch oder kann auch natürlich beim Landkreis oder auch bei uns natürlich sehr gerne angefordert werden. Wir haben 1,9 Millionen Euro zur Verfügung und von 2015 bis 2020, also in diesem Jahr, würde normalerweise die Förderperiode enden, aber die ist jetzt um ein Jahr verlängert worden, haben wir schon 1,6 Millionen Euro hier in die Region Marburger Land geholt. Mit den Projekten, die ich schon gesagt habe, wir haben Backhäuser gefördert, wir haben Rad- und Wanderwege gefördert, wir haben zum Beispiel auch ein Projekt gefördert, was ich auch sehr schön finde, Seereise, ein Projekt mit Menschen mit Behinderung und älteren Menschen und auch mit jungen Menschen. Das ist ein Kunstprojekt, ist auch von Arbeit und Bildung durchgeführt, wunderbar. Und ein letztes noch, wir haben Blumenkugeln für eine vielfältige Region in einem vielfältigen Europa. Und diese Blumenkugeln sind auch da vorne am Tisch oder können auch bei uns angefordert werden unter www.marburger-land.de. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und die Region vorstellen konnte. Ja, vielen Dank den Vortragenden der Projekte, die durch die Europäische Union hier bei uns gefördert werden. Wir wechseln jetzt zu dem Staatssekretär für Europa in Hessen, Herrn Weinmeister, der per Skype hier zugeschaltet ist. Hallo, Herr Weinmeister. Hallo, grüß Sie. Sie können beginnen, wir warten auf Sie. Okay, ich hab leider kein Bild oder ich weiß nicht, ob sich soweit alles klar ist. Ja, erstmal herzliche Grüße nach Marburg. Ich finde es toll, dass Sie trotz der widrigen Umstände, unter denen wir alle stehen,
diese Europawoche und diesen Europatag vor allen Dingen nicht vergessen haben, sondern dass sie versuchen, trotzdem an diesem Tag ein europäisches Zeichen zu setzen. Das finde ich wirklich prima. Normalerweise wäre in dieser Europawoche ganz viel passiert. Wir hätten viele Veranstaltungen gehabt, viele lokale Initiativen hätten sich überall in Hessen gefunden und hätten auf Europa hingewiesen, auf ihre Partnerschaften, auf ihre Tätigkeiten mit europäischen anderen Vereinen und Verbänden. Und alles muss leider ein bisschen anders diese Woche laufen. Und auch wir haben versucht, in dieser Woche möglichst vieles trotzdem noch machen zu können, dann auf digitalem Wege oder so auf dem Wege, wie Sie es jetzt auch machen. Von daher auch an Pulse of Europe Marburg ein ganz herzliches Dankeschön, dass Sie sich daran beteiligen. Und wir haben gestern 75 Jahre Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa begangen. Und ich glaube, dass ist immer wieder ein Datum, an das wir uns erinnern müssen. Und wenn man dann bedenkt, dass nur fünf Jahre später, am 9. Mai 1950, Robert Schumann einen wirklich wegweisenden Vorschlag gemacht hat, dahingehend, wie es weitergehen kann in Europa, ob man wegkommt von diesem gegenseitigen Ausradieren, Töten und Vernichten hin zu einer gemeinschaftlichen Konsensfindung in Europa, dann war das schon für die damalige Zeit ein revolutionärer Akt. Und dass es geklappt hat, dass über die Zusammenarbeit in der Montanunion, später dann über die europäischen Gemeinschaften bis hin zur Europäischen Union, es zu so einer engen Zusammenarbeit der europäischen Staaten gekommen ist, ist für mich immer wieder eine Geschichte, die ich gerne erzähle. Nichtsdestotrotz sind wir aber aufgefordert, nicht stehen zu bleiben. Nicht stehen zu bleiben deswegen, weil die Herausforderungen, und das sehen wir gerade in dieser Corona-Krise, aber haben wir auch schon vorher gesehen, bei allen anderen Krisen, die in den letzten Jahrzehnten auf uns zugekommen sind, dass wir natürlich nicht allein Lösungen finden können. Das sind Krisen, die über Grenzen hinweggehen, die über Kontinente hinweggehen. Und wir müssen dort zusammenarbeiten, ganz fest und ganz eng, und möglichst einen gemeinsamen Weg zu finden. Wir sind 27, leider nur noch 27 Staaten in der Europäischen Union, die unterschiedliche Geschichte, unterschiedliche Traditionen haben. Aber wir müssen es schaffen, gemeinsame Lösungen zu finden. Und in dieser Krise, dieser Covid-19-Krise, ist auch viel passiert. Ich habe viel erlebt, wie Regionen zusammengearbeitet haben. Wir als hessische Landesregierung mit unseren Partnerregionen haben engen Kontakt gehalten. Wir haben Betten zur Verfügung gestellt für Menschen aus Frankreich, die bei uns in Frankfurt, in Offenbach, in Kassel behandelt worden sind. Wir haben für unsere Partnerregion Emilia-Romagna in besonderer Art und Weise gebeutelt ist, neben der Lombardei, die am meisten gebeutelte Region in Italien. Auch dort haben wir Betten zur Verfügung gestellt, die Gott sei Dank am Ende dann nicht gebraucht worden sind, weil sich die Zahlen in Italien abgeflacht haben. Aber wir stehen zu dieser europäischen Solidarität und wollen das auch voranbringen. Und deswegen bin ich sehr froh, dass wir auch in dieser Frage es geschafft haben, mit dem Einsammeln von Geld für gemeinsame Forschung am Virus, am Impfstoff, an Medikamenten, die die Therapie erleichtern, dass Europa gezeigt hat, dass es in dieser Frage handlungsfähig ist. Und es geht weiter. Es geht in der Frage, wie restrukturieren wir Europa, wie bauen wir Europa nach diesem massiven Einbruch wieder auf. Und ich glaube, das wird eine der wichtigsten Aufgaben der nächsten Monate werden, dort zu einem gemeinsamen Konsens zu kommen. Und wir haben eben gerade über den europäischen Haushalt ja gehört. Die Dame von der Liederregion hat ja darauf hingewiesen, eigentlich am 31.12.2020 endet der derzeitige mehrjährige Finanzrahmen. Und ich glaube, dass der nächste Finanzrahmen ein ganz anderer jetzt sein wird, weil wir natürlich auch vieles neu bedenken müssen. Wir müssen Strukturhilfen noch viel mehr in die gerade schwächeren Regionen hineingeben, um auch diese Delle, die durch die Corona-Krise entstanden ist, aufzufangen. Und deswegen wird das eine der wichtigsten Aufgaben sein, dort auch im Haushalt Solidarität miteinander zu leben. Sie hatten mich gebeten, lieber Herr Reckling, auch Fragen zu beantworten, die Sie mir freundlicherweise vorher haben zukommen lassen. Eine Frage war,
dass die EU die Akzeptanz der Europäischen Union bei den Bürgern gesteigert und mehr Transparenz durch Bürgerbeteiligung geschaffen werden muss. Und wann geht es mit der geplanten Bürgerbeteiligung der EU los und was können wir vor Ort dafür tun? Ich glaube, das ist ganz wichtig. Eigentlich hätten wir an diesem Tag heute, so war der Grundgedanke, die Konferenz zur Zukunft Europas gestartet. Leider ist es durch das Geschehen jetzt nicht gestartet worden, sondern es wird wahrscheinlich, so wie ich davon ausgehe, im zweiten Halbjahr gestartet. Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir uns als Europäerinnen und Europäer klar darüber werden, wo wollen wir eigentlich hin? Was ist eigentlich unser Ziel für die nächsten Jahre und Jahrzehnte in der Europäischen Union? Auf in der Frage von Strukturen, in der Frage von Zusammenarbeit, in der Frage von nationalstaatlichen Möglichkeiten, die wir abgeben an die Europäische Union. Und sind wir bereit dazu oder sind wir nicht bereit dazu? Und da brauchen wir auch die Bürgerinnen und Bürger, die natürlich ihre Meinung dazu einbringen. Und wir hatten uns vorgenommen, in Hessen viele Foren zu machen, auch Menschen einzuladen, um ihre Meinung in diesen Prozess mit einzubringen. Und das wollen wir auch in Zukunft tun. Deswegen kann ich nur hoffen, dass sich möglichst viele Initiativen vor Ort in unseren Städten und Gemeinden in Hessen auch an diesem Prozess beteiligen und sich dort mit einbringen. Ob online, über Stellungnahmen, ob mit Veranstaltungen, die auf die Fragen der Zukunft eingehen, wie wir enger und weiter zusammenwachsen können. Und vor allen Dingen auch dahingehend, dass wir diejenigen hören, die sonst das Gefühl haben, dass sie in der Europäischen Union nicht gehört werden. Eine weitere Frage, die Sie mir gestellt haben, war die Frage nach der deutschen Ratspräsidentschaft, die ja am 1.7. diesen Jahres beginnt. Was sind die Vorhaben der deutschen Regierung und welche konkreten Schritte sind auch in unserem Bundesland, also bei uns in Hessen, geplant? Da müssen wir jetzt auch umsortieren. Die Frage des europäischen Haushaltes, also nach dem 01.01.2021, der immer noch nicht geklärt wird, wird das Megathema, denke ich mal, der deutschen Ratspräsidentschaft werden. Jetzt während der kroatischen Ratspräsidentschaft, aufgrund der derzeitigen Situation, glaube ich nicht, dass es da noch zu einer Entscheidung kommt. Das bedeutet, wir als Vorsitzende innerhalb der Europäischen Union für das halbe Jahr sind gefordert, einen Konsens zwischen den 27 Mitgliedstaaten in der Frage des Haushaltes, was für uns als Bundesländer wichtig ist, weil wir haben ja eben schon gehört, dass es Strukturfonds gibt, die direkt bei den Bundesländern bzw. dann noch weiter runter bis zu den Landkreisen gelten, der ESF, der EFRE, der ELA. LIDA ist ein Teil des ELA-Programms. Und von daher haben wir ein großes Interesse, aber wir müssen auch gucken, wie werden wir die wirtschaftlichen Probleme, die strukturellen Probleme in den einzelnen Mitgliedsregionen der Europäischen Union auch in diesem Haushalt abbilden können. Und die Fragestellung bzw. die Herausforderung ist in den letzten 2 Monaten deutlich größer geworden, als es vielleicht noch im Januar oder Februar war. Eigentlich war auch geplant, dass verschiedene Konferenzen während der deutschen Ratspräsidentschaft stattfinden in Hessen. Unter anderem hätte es schon im Juli begonnen mit einer Konferenz zwischen den Staaten Mittelamerikas und der Europäischen Union, wo der Berichterstatter dies gerne nach Wiesbaden geholt hätte. Wir haben viele andere Veranstaltungen, die im Rahmen der Europäischen Ratspräsidentschaft auch in Hessen stattfinden sollten. Im Moment ist alles noch im Fluss. Die Bundesregierung ist gerade dabei, das Programm so zu gestalten, um zu hoffen, dass man das über dann auch virtuelle Möglichkeiten bzw. digitale Möglichkeiten in Verbindung auch mit Präsenzveranstaltungen so zu organisieren, dass zumindest ein gewisses Programm dann auch stattfinden kann. Aber da gibt es jetzt noch keine endgültigen Entscheidungen, die an uns als Bundesländer herangetragen worden sind, womit wir im Moment planen können. Von daher warten wir auch darauf, was dort passiert. Sie hatten dann noch gefragt, die Aufnahme von weiteren Flüchtlingen, insbesondere aus den katastrophalen Lagern auf den griechischen Inseln, ist in der Marburger Bürgergesellschaft Konsens. Warum setzt sich die Landesregierung nicht dafür ein, dass in die aufnahmewilligen Kommunen diese Menschen kommen können?
Diese Frage ist natürlich eine, die von besonderer Bedeutung für die Marburger ist. Ich habe das verfolgt in den letzten Wochen und Monaten, dass Marburg seinen großen Willen gibt, hier zu helfen, Menschen aufzunehmen, 200, wenn ich das richtig im Kopf habe, die kommen sollen. Und Sie haben ja auch schon Gespräche geführt mit Vertretern der Landesregierung, mit Angela Dorn als hier die Abgeordnete, mit Dirk Bamberger als dem Abgeordneten. Und wir haben im Koalitionsvertrag aufgenommen, dass wir ein hessisches Landesaufnahmegesetz, ein eigenes, auf den Weg bringen wollen. Das ist allerdings im Moment, alles im Moment mehr oder minder erstmal verzögert, weil wir natürlich in der Frage der Corona-Krise ständig oder täglich mit anderen Aufforderungen bedacht und betraut sind. Aber es ist auf der Agenda und soll vorangebracht werden. Und so wie mir versichert worden ist, ich habe auch nochmal Rücksprache genommen, ist das etwas, was wir auch gerne dann auf den Weg bringen wollen. Deswegen, ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei Ihnen allen bedanken, die sich für Europa engagieren, die Sie unterwegs sind, die sich einbringen mit Veranstaltungen, mit Gesprächen, mit tollen Events und vor allen Dingen mit einem stetigen Engagement für die europäische Sache. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen, noch restlichen Europatag und denken Sie immer daran, dass man gemeinsam immer stärker ist als allein. Alles Gute. Ja, sehr geehrter Herr Weinmeister, in die Ferne vielen Dank, dass Sie hier zu uns gesprochen haben. Und ich glaube, wir werden unsere Fragen nochmal an Sie auch richten, weil vielleicht nicht alle Fragen so befriedigend beantwortet wurden, gerade die letzte Frage. Aber wir sind an dem Thema dran hier in Marburg und wir bleiben dran. Wir kommen jetzt auch zum Abschluss unserer Veranstaltung. Wir singen immer zum Schluss die Ode an die Freude. Dazu seid ihr alle eingeladen, mitzusingen. Anselm spielt vor. Freude, schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium, wir betreten feuertrunken, himmlische dein Heiligtum. Deine Zauber binden wieder, was die Mode streng geteilt. Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt. Einigkeit ist unsere Stärke in der großen, weiten Welt. Friedlich miteinander leben, das ist das, was wirklich zählt. Lasst uns diesen Frieden sichern, lasst uns für Europa sein. Seite an Seite wollen wir stehen, stimmt in diesen Chor mit ein. Ja, vielen Dank für den Gesang und für die hervorragende Begleitung. Wir beenden jetzt diese Kundgebung. Ich danke allen Beteiligten, besonders der Stadt Marburg und dem Landkreis Marburg-Biedenkopf, den Aktiven von Pulse of Europe, die sich wirklich hineingekniet haben, auch in die Themen, das hat man ja, denke ich, auch gemerkt und vorbereitet haben. Und wir haben versucht, eben den Umständen entsprechend hier diese Kundgebung online zu organisieren. Sie wird im Nachhinein auch abrufbar noch sein im Internet. Wenn Sie Nachfragen haben, können Sie sich gerne auch an die Initiative in Marburg wenden. Und wir werden aber natürlich in Zukunft weiter und auch präsent, physisch präsent sein. Und wir haben vor, im Juni, am ersten Sonntag im Juni, wieder um 14 Uhr hier auf dem Marktplatz zu sein. Und wir rechnen damit, dass wir dann auch weitere Lockerungen haben. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Und jetzt kommt noch ein kleiner Abschiedsgruß. Dann wollen wir Europa mal hochleben lassen. Lang lebe Europa! Lang lebe Europa!
Vive l'Europe! Long live Europe! Viva Europa! Zitto Europi! Lunga vita all'Europa!